Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Atelier Rorona. Vorerst der letzte Part, zumindest dieses Jahres. Keine Sorge, es wird auf jeden Fall noch weitergehen. Ansonsten machen wir dort weiter, wo wir letztens aufgehört haben. Ja, Astrid beschwert sich mal wieder. Rorona, you're more aggressive than usual. Bist du ja noch aggressiver als sonst? Och je. wir haben ja auf jeden Fall noch was vor uns. Ich guck mal gerade, was wir alles noch machen müssen. Ancient Tools. Ach genau, ja genau, das mussten wir alles machen. Haben wir aber alles erledigt. Aber wir sitzen natürlich nicht auf der faulen Haut, selbst am letzten Tag nicht. Und wir legen sofort direkt los. Dann machen wir erstmal Claws. Ja, okay, geht nicht erstmal. Also ich wollte natürlich so viel machen wie möglich, aber wir haben nicht so viel MP. Ist ja nicht schlimm. Nehmen wir mal so ein Mudhead. Hier ist erstmal nichts, aber trotzdem. Dann lass uns weiter in die große, weite Welt befördern. So, genau. Das gute alte Brunnenmelken ist immer mit dabei. So, was haben wir denn hier? Ja, gucken, ob wir hier noch was kaufen müssen. Ja, magisches Gras. Ach Gott. Natürlich muss magisches Gras immer her. So. Ja, das ist ein Kinderspiel. Was haben wir denn jetzt? Meine Beefy Weapon Shop. Warte, wen habe ich denn überhaupt im Team? Meine Güte. Cordelia Stark. Okay, obwohl ich könnte eigentlich Ixel nehmen. Im Austausch für Cordelia. Gehen wir erstmal in den Beefy Weapon Shop. Ich weiß nicht, ob da vielleicht noch was ist. Hast du vielleicht ein Buch für mich? Nein. Aber Cloth könntest du mir geben. Okay. Cloth Skirt. Ne, die können wir selber irgendwann mal synthetisieren, die tausendmal besser sind als dein Zeug. Trendy Stuff. Stuff. Haben wir leider nicht. Also wir haben jetzt nicht die Materialien dafür. Ja. Okay. Dann ist es halt so. So, ihr steht immer noch hier Schlange. Meine Güte. Kommt ja gar nicht voran. Hey, what's up? Are you hungry? Hast du Hunger? Nein, ich wollte deinen Laden leer kaufen. Oh. Ja, 1500. Ja, sorry, da habe ich kein Geld für. Ich muss sparen. Ja. Ich nehme erstmal Cordelia raus. Ja. Ixel ist wieder mit vor der Partie. Und wir haben wieder einen Zuschauer. Das ist natürlich super. Schon mal liebe Grüße hinterher. Freut mich, dass du zuschaust. Oh! Ja, sehr gut. Her damit mit den Gutscheinen. Her damit. Black Friday, sage ich nur. Apropos Black Friday, habt ihr euch irgendwie ein paar Sachen schon geholt für Weihnachten? Oder sagt ihr, ach nee, ist nicht so meins, der ganze Stress und braucht doch ein bisschen Erholung? Man weiß ja nie. Ach genau. Ich habe doch selber noch ein paar Sachen, die ich loswerden möchte. Genau. So. Ja, ist überfällig gewesen. Ja, die sind rausgenommen worden. Okay. Gut. Ich nehme trotzdem immer vorsichtshalber alles. Ich nehme wirklich alle Aufträge gekickt, die es gibt. Selbst wenn die dann irgendwann, wo auf einmal irgendwann die Frist abgelaufen ist. Aber ist egal. Je mehr, desto besser. Keiner sollte die Aufträge bekommen. Keiner.
So, Report. Lightning Bomb, nee. Ah, aber Ingots können wir verscherbeln. Das ist natürlich super. Pendel Look. Mehr wie so ein Kristall aus, aber ich weiß jetzt nicht genau, was es ist. Kobaltbeere. So, sonst haben wir hier nichts, aber Alchemister. So, aber ich glaube, da habe ich einen besseren. Ich schau mal eben. Alchemister. Ich meine die Qualität nicht. Nö. Okay. Ist natürlich doof. Egal. Ich warte, bis ich dann 20 Gutscheine habe und dann kann ich dann sofort direkt loslegen. Also dann könnten wir nämlich diesen Ring bekommen. So, und dann laufen wir weiter zu den nationalen Minen von Arland. Arland, Garland, meine Güte. Wo gehen wir denn hin? Gehen wir denn hin? Ach, egal. Ich nehme den hier. So. Okay. Hier ist sonst nichts. Oh, das war echt klein. Das ist ja so eine richtige Schatzkammer hier. Heilsalbe. Ja, perfekt. Sehr schön. Und die Weinflaschen? Die können wir nicht mitnehmen. Oh, schade. So, wenn wir schon dabei sind, da können wir natürlich auch hier hingehen. Das sind ja keine Gegner gewesen. Oh. Okay. Das könnte ein bisschen spaßig werden, aber hey. Ja! So. Weg damit. Ich brauche euch Pulis, ich. Dass ich immer diese Pupsgeräusche machen müsste, ne? Pups. So, der nächste. Und gleich kommt danach noch der nächste. Die haben keine Chance. Komm, mit Stuck ist es so einfach. Oh, der hat es doch ausgehalten. Ich wollte mich ja überlegen, ob ich vielleicht nicht einen Skill verwenden sollte. Aber hat ganz gut geklappt. So, jetzt bist du dran. Nur du und ich. Was? Es waren zwei Stück an der Zahl? Ist mir gar nicht aufgefallen. Ach, was Flix. Nein! Ich weiß nicht, ob das vielleicht irgendwie die Beziehung auch beeinflusst, wenn ich jetzt zum Beispiel Ixel öfters verwende, um zu verteidigen. Weil die verteidigen ja immer Rorona. Ich weiß nicht, ob das vielleicht Einfluss darauf hat. Vielleicht kann das irgendwie jemand sagen. Ich bin da echt völlig überfragt. Sehr gut. Oh, ein Schneestein. Könnte wehtun, wenn man das auf den Kopf bekommt. Schneestein. Snowstone. Okay. Sehe ich zum ersten Mal. Das ist mir gerade neu. So. Ja, ansonsten, glaube ich, haben wir alles abgegrast hier.
Wobei Spirits Pass, ich weiß nicht, ob da vielleicht noch was ist oder hier. Könnte nämlich auch was sein. Spirits Pass und Demons Pass. Wir gehen erstmal in den Workshop zurück. Wenn wir dann bis dato nichts freigeschaltet haben, können wir mal da nachschauen, ob wir da vielleicht noch was entdecken. Ich meine, wir hätten schon alles abgeschaut, also jetzt wirklich nachgeguckt. Eggplant, weiß ich jetzt nicht, was es ist. Irgendwas mit Ei. Hört sich zumindest so an. Oh, keine Eier mehr. Bitte. Hätte ich jetzt gesagt. Ich weiß, Eggplant ist bestimmt was anderes, aber egal. Passt auch in den Kontext. Gute Nacht. So, der nächste Tag. Oh, Katzi. Oh, den kennen wir doch. Entschuldigen Sie mich. Oh, habe ich etwa einen Kunden? Hallo? Ah, Sie sind doch... Endlich habe ich dich gefunden. Jetzt kann ich endlich, Achso, jetzt kann ich dir endlich das Geld geben, was du mir letztens, gegeben hast, oder beziehungsweise geliehen hast. Nein, nein, ich kann diesen Ring nicht annehmen. Absolut nicht. Obwohl, er hat ja schon gesagt, dass er das Geld dabei hat. Also, ich glaube, sie hat das einfach nur aus Panik gesagt. Keine Sorge. Ich habe dieses Mal meine Geldbörse mitgebracht. Beim letzten Mal war ich so überarbeitet, als wir uns kennengelernt haben, als wir uns getroffen haben. Ich entschuldige mich dafür, für das, was geschehen ist. Okay. Oh, 200 Coal. Ja, stimmt. Wir hatten ihm ja 200 Coal ausgeliehen. Beziehungsweise geliehen, weil er halt ein schlechtes Gewissen hatte. Er hat, glaube ich, auch irgend so ein Kuchenstück oder sowas abgebissen, was er noch gar nicht gekauft hatte. Und gab es zu einem sehr merkwürdigen Missverständnis mit diesem Ring. Der eine Ring, sie zu knechten. Aber es hat sich ja alles wieder eingependelt. Ich dachte erstmal. Nee, ich dachte wirklich, dass er unheimlich sei. Aber anscheinend ist er wohl eine ziemlich normale Person. Also ist das dein Laden? Ja. Mein Meister hat mir den angedreht. Ja, ich verstehe. Ich habe irgendwas davon gehört, aber ich hatte nicht damit gerechnet, dass so ein junges Mädchen den Laden leitet. Den Laden leiten würde. Warum hat er aufgehört zu reden? Habe ich irgendetwas getan, was ihm sauer gemacht hat? Ups, ich habe mich noch nicht introduced. Mein Name ist Gio. Ups, ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Gio. Ich bin pensioniert und hänge öfters mal in der Stadt herum. Gio, der pensionierte alte Mann. My name is Verona. Mr. Gio. Mein Name ist Verona. Mr. Gio. Mr. Gio? Ich glaube, ich weiß schon, was sie meinen. Sie ist eigentlich immer so dafür prädestiniert, wirklich jeden Spitznamen zu geben, weil bei Gio ist es ein bisschen schwierig. Is there something wrong with my name? Stimmt etwas mit meinem Namen nicht? I can't shorten it. Ich wusste es.
Ja, ich kann es nicht kürzen. Anyway, that's all from me. Wie auch immer. Ich kann damit leben. I'm sure I'll be back as a customer. See you around. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich als Kunde wieder zurückkommen werde. Wir sehen uns irgendwann. Sure. It was nice meeting you again. Ihr habt das gerade auch mitbekommen, ne? Ich sehe gerade nur, oh sure. Aber nicht, it's nice to meet you again. ich werde das jetzt von der Stimme her, glaube ich, übersetzen. Ja, sicher. Freut mich, wenn wir uns irgendwann nochmal wiedersehen. Das war ein Fehler. Moment. Wusste er über diesen Laden Bescheid? Ich frage mich, ob er meine Meisterin kennt. Ja, irgendwie schon, ne? Sonst wäre er ja gar nicht in dem Laden drin. Von irgendwo muss er das natürlich mitbekommen haben. Und außerdem, das ist jetzt auch nicht außerhalb der Stadt. Das ist ja wirklich schon so ein bisschen... Es ist schon ein bisschen abgelegen, aber jetzt auch nicht so krass, dass es irgendwo mitten im Wald ist oder so. Also... Und das Örtchen ist wirklich nicht gerade groß. Also, es spricht sich halt rum. Zumindest gehe ich davon aus, dass er es einfach so mitbekommen hat. So. Haben wir erstmal Gio kennengelernt? Ansonsten. Doch, wir haben uns pennen gelegt, ne? Ich guck mal trotzdem vor euch selber. Ich bin nämlich nicht sicher. Doch, wir haben uns schlafen gelegt. Okay. Silkies. Machen wir ein paar Silkies. Also Spinnweben, weiß ich auch nicht. Silkies, eigentlich Seide ist das, glaube ich, ne? Silkies, sind Silkies... Ist das irgendwie so ein Seidenmaterial? Ich gehe jetzt davon aus. Ich dachte erstmal durch Spinnenseide. Huch. Warte. Das ist auf jeden Fall machbar. Das heißt, ich müsste erstmal einen Pilz nehmen. Genau. So. So, das sehen wir auch mal. Nee. Okay, das war das erstmal hier. So, dann speichere ich hier erstmal kurz. Mal kurz Pause und dann bin ich jetzt sofort wieder bei euch. Keine Sorge. Bis gleich.